Die wissenschaftliche Disziplin der Frauengeschichte, auch bekannt als Her Story, spielt in Graz eine besondere Rolle. Mit Professorin Karin Schmidt-Lechner vom Institut für Geschichte verfügt die Universität Graz über eine international angesehene Expertin auf diesem Gebiet. Das Interesse an Frauen in der Geschichte hat sie in den 60er Jahren im Zuge der zweiten Frauenbewegung in den USA entwickelt, weil diese neue Frauenbewegung in Wirklichkeit für ihr nicht geschlechtergerechtes Verhalten aufmüpfig, widerständig und so Beispiele in der Vergangenheit gesucht hat. Und es hat aber ganz wenig Forschungsarbeiten gegeben. Und daraufhin ist die Frauengeschichte entwickelt worden. Und es ist dieser englische Begriff, also das war so der Slogan, nicht his story, sondern her story. Aber das ist so wirklich die erste Phase der Frauengeschichte in den USA. Prinzipiell ist zu sagen, dass sich die Geschichte der Frauen in Bezug auf die wissenschaftliche Aufarbeitung in Österreich nur mit großen Hindernissen und sehr spät überhaupt erforschen hat lassen, weil an den Unis beispielsweise aufgrund der personellen Zusammensetzung sehr konservative Historiker nicht nur kein Interesse daran bestand, sondern im Gegenteil, aufgrund der Verbindung der interessierten Historikerin mit der feministischen Bewegung, das sofort als unwissenschaftlich diskreditiert wurde. Und dementsprechend hat die Beschäftigung mit der Vergangenheit von Frauen auch in Graz äußerst spät eingesetzt, Ende der 70er, vielleicht, aber dokumentierbar Anfang der 80er Jahre. Das hängt dann auch mit quasi neuen Besetzungen an der Uni Graz zusammen. Ich will das jetzt nicht auf mich zentrieren oder fokussieren, aber ich bin seit etwa 1981 in Frauen- und geschlechtergeschichtlichen Themen tätig und bin seit 1984 an der Universität. Und damals war klar, dass im Rahmen des Fachbereichs Zeitgeschichte auch ein großer Fokus auf die Frauen- und Geschlechtergeschichte gelegt wird. Bis dahin hat es sicherlich einige Arbeiten über Frauen in Graz gegeben, auch nicht nur im 20. Jahrhundert, auch in den vorherigen Jahrhunderten. Die waren aber ganz stark biografisch zentriert. Also ich bin mir sicher, ohne das jetzt beweisen zu können, dass die Anna Blochel immer schon auch Interesse bei konservativen Historikern und auch konservativen Historikerinnen erweckt hat. Aber sowas wie eine strukturelle Aufarbeitung der Geschichte der Frauen in Graz ist äußerst spät erfolgt, aber auch in Verbindung mit der neuen Frauenbewegung, die sich in Graz wiederum wesentlich später manifestiert hat, als beispielsweise in Deutschland oder auch in Wien. Aber es war eine Gruppe von feministischen Wissenschaftlerinnen, die den ersten Versuch einer Aufarbeitung gemacht hat. Da wurde der Versuch einer Grazer Frauenstadtgeschichte gemacht und es ist bis heute ein sehr wichtiges Buch, um Auskunft über Frauen in Graz zu erhalten. Und es ist auch nicht nur aufs 20. Jahrhundert konzentriert, sondern geht weit zurück. Darüber hinaus hat es beispielsweise von mir auch Anfang der 80er Jahre schon einzelne Arbeiten gegeben, in erster Linie auch in Bezug auf Beiträge zum historischen Jahrbuch der Stadt Graz, das hier eben sehr wichtig auch war für diese Aufarbeitung. Und in den 90er Jahren wurde dann damit begonnen, das hängt auch damit zusammen, dass ich ab 95 Diplomarbeiten betreuen konnte, aber nicht nur bei mir, auch bei Kolleginnen wurden einzelne Segmente in Form von
Diplomarbeiten auch erforscht. Wesentlicher Teil der Her Story ist es, die historische Leistung von Frauen gezielt aufzuarbeiten. Die biografischen Arbeiten sind natürlich auf die sogenannten bedeutenden Frauen oder Frauen, die aus irgendeinem Grund berühmt wurden. Unser Interesse gilt aber in Wirklichkeit ja auch ganz stark den Unbedeutenden. Und wenn ich jetzt nur ganz kurz die Aufarbeitung skizziere, wir haben einen guten Überblick über die Vereine in Graz vom 19. Jahrhundert, also von Ende des 19. Jahrhunderts an, eigentlich bis zur Gegenwart. Also wir haben auch die neue Frauenbewegung, sofern sie sich in Vereinen gezeigt hat, ganz gut aufgearbeitet. Gut aufgearbeitet ist auch die Situation von Frauen nach 1945 und in den 50er Jahren. In letzter Zeit, Anlass Erster Weltkrieg, gibt es vermehrt Arbeiten zur Situation von Frauen während des Ersten Weltkriegs und nach dem Ersten Weltkrieg. Einige Arbeiten über die Zeit des Nationalsozialismus, hier ist vor allem Heimo Halbreiner zu nennen, der hat sich mit Denunziantinnen beschäftigt. Und was wir seit einigen Jahren auch versuchen, Widerstandskämpferinnen zu finden, da ist die Kollegin Ute Sonnleitner zu nennen, die mit einer Diplomarbeit über Goldi Parin-Mathé begonnen hat, Widerstand nicht im Arbeitermilieu ausschließlich, sondern auch im bürgerlichen Milieu zu zeigen. Und ich selbst habe im letzten historischen Jahrbuch der Stadt Graz Frauen im Widerstand gegen den Austrofaschismus in Graz behandelt und mich dabei auf Maria Matzner konzentriert. Wir haben einige interessante Arbeiten über sogenannte Unterschichtsfrauen zu Ende des Ersten Weltkriegs, wo aufgrund der Lebensmittelknappheit auch bürgerliche Frauen sehr heftig demonstriert und protestiert haben. Ein Verhalten, das ja quasi für Frauen nicht üblich ist. Ich erwähne da nur den Grazer Kirschenrummel, wo Grazer Hausfrauen, weil sie so empört über die Kirschenpreise waren, eine Demonstration durchgeführt haben, die dann geendet hat mit Eingreifen der Polizei und mehreren Toten. Also hier sieht man schon auch, dass die den Frauen zugeschriebenen Eigenschaften mit sanftmütig und passiv und so natürlich absolut nicht zutreffend sind und gerade diese Muster immer wieder hinterfragt werden müssen. Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Frauengeschichte konzentriert sich dabei jedoch nicht nur auf einzelne prominente Persönlichkeiten, sondern auch auf die vielen Frauen, die unsere Geschichte geprägt haben, aber nicht öffentlich bekannt sind. Wer hat sich denn jetzt mehr verdient gemacht? Die Arbeiterin, die mit dem Mindestlohn mehrere Kinder aufzieht und Haushalt, also Produktions- und Reproduktionsarbeit in einem durchführen muss, oder die bürgerliche Dame Ende des 19. Jahrhunderts, die sich intensiv bemüht zur Etablierung eines Bildungssystems, das auch Mädchen zugute kommt. Das haben wir nämlich in Graz Ende des 19. Jahrhunderts, eine Gruppe bürgerlicher und adeliger Frauen, denen es dann gelingt, mit Hilfe von honorigen Männern das erste Grazer Mädchengymnasium zu errichten. Beides sind wichtige Leistungen, denke ich mir. Im einen Fall wissen wir die Namen und im anderen Fall sind das sozusagen die Unbekannten. Es ist eine Arbeit über Martha Tausk vorhanden, eine Politikerin, die als eine der ersten Frauen im Steirischen Landtag war. Es ist eine Arbeit über die konservative katholische Politikerin Frieda Mikula. Gibt es
Goldie Parin Matei habe ich bereits erwähnt. Es gibt Arbeiten über Maria Caesar, die kommunistische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus. Das ist von Heimo Halbreiner. Heimo Halbreiner hat auch Briefe von Widerstandskämpferinnen herausgegeben. Es gibt oder es wird im Zuge unseres großen Projekts über Frauen in der Steiermark wird es auch noch zusätzliche Arbeiten, die sich speziell auf Graz beziehen, geben. Ebenso wichtig ist es, den Anteil von Frauen an unserer Geschichte nicht nur zu erforschen, sondern vor allem auch öffentlich bekannt zu machen. Es hat jetzt eine bemerkenswerte Initiative aller im Gemeinderat von Graz befindlichen Frauen gegeben. Hier wurde eben diese Errichtung der Pionierinnengalerie initiiert. Das sind quasi verdiente Frauen in einem Seitengang des Grazer Rathauses verewigt. Das wurde jetzt vor einigen Monaten auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und das sind Frauen aus unterschiedlichen Bereichen. Der Anteil, der jetzt noch Lebenden ist, allerdings wesentlich größer, also sie die erste Rektorin, die erste Frauenbeauftragte, aber immerhin als Initiative finde ich es einmal schon bemerkenswert.